auf die Reise. Thomas ist gut weggekommen hier auch. Kapion ist gut ausgekommen. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. But it suddenly came in there. Hallo, liebe Simracing- und Rennsportfans, und ein ganz besonders herzliches Willkommen. Es ist mal wieder Sonntag, 18.30 Uhr. Sunday Grand Prix Serie steht auf dem Programm, Classic Lotus. Aber leider ist heute der Tommy nicht am Start, denn der ist heute mit seiner Band unterwegs und hat einen Auftritt. Der Björn ist aber am Start. Deshalb habe ich mir gedacht, ich gucke heute trotzdem mal rein. Und da schauen wir doch gleich mal, was der so macht heute. Ja, und da unser Tommy schon nicht mitfahren konnte, habe ich mir jetzt wenigstens hier als Co-Kommentator zum Review dazugeholt. Hallo Tommy. Na, guten Tag. Schön, dass du da bist. Heute sind wir also zu Gast auf dem Circuit of the Americas. Ein recht schwieriger Kurs, wie mir viele Fahrer bestätigt haben. Schauen wir mal, wer hier so alles heute dabei ist. Ja. Da fährt auch ein Mädchen mit, die Sarah Dahlmeier fährt da mit. Mhm. Bonawitz dabei, Don Runkel Junior. Das Rating heute im Schnitt etwas niedriger als sonst, da die besseren Fahrer im ersten Schnitt unterwegs sind, da heute nicht so viele von den F1-Fahrern am Start sind. Da ist die Qualifikation auch schon in vollem Gange. Hier hat gerade die Qualifikation begonnen, da Björn immer noch irgendwo am Abkacken. Wie immer gibt es heute keine Boxenstopps, keine Schnellreparatur, ein offenes Setup, wir haben stehenden Start und unsere Fahrer müssen 19 Runden absolvieren. Ja. Und da hoffen wir doch heute alle mal inständig, dass es wie sonst immer auch am Start diesmal schon wieder einen großen Unfall gibt, der hier die Hälfte des Feldes aus dem Weg räumt. Da hast du wohl recht. Zum Glück ist heute John Denton, Björns Lieblingsgegner, nicht am Start. Trotzdem ist die erste Kurve hier ziemlich heikel, ist eine Haarnadelkurve, da hat es schon oft gekracht. Der Björn, der war da noch in Rauch. Das ist hier der Andrew. Andrew Ang. Andrew S. Thomas. Achso. Ja, das ist der Andrew S. Thomas hier, ja, okay, ja. Mit der 5. Jo, die noch hätte geraucht. Qualifikation. Wir machen mal eine Qualifikation. Alles Gute. Simkins. Robert Simkins, okay. Robert hier im klassischen Alpha-Design. Das wird ein Chaos-Rennen für mich. Ich krieg die Strecke nicht auf die Rolle. Die zwei Paarnadelkurven. Ich hasse die wie die Pest. Kurt Klapper heute in einem neuen Design. Ja. Miller Senior drauf. Die Woche schon gesehen, dass er umlackiert hat. Oder letzte Woche, keine Ahnung. Aber hat das Auto weggeworfen. Oh, da dreht er sich. Oh, mit einem Schlag. Kurt Klapper mit der Nummer 1. Ja, Qualifikation weggeschmissen, leider. Passiert. Da ist unser Björn unterwegs. Ah, noch mit dem alten Skin. Ja, das neue ist ja erst am Wochenende draufgekommen, aber es hat ihm Glück gebracht. Er ist ins Ziel gekommen und ist Dritter geworden. Das ist schon mal ein riesen Fortschritt gegen früher. Das wäre jetzt immer geil, wenn du die gleich am Start abgeholfen werden. Ja, mein Lieblingsfreund ist ja anscheinend nicht da. John Denton ist heute nicht am Start. Das hilft. Da ist schon eine Gefahr. Der Typ, ne? Also geht mir schon auf die Nüsse. Ja, wenn das einmal passiert, ist das ja okay. Aber einmal sage ich nichts, das war aber jetzt die letzten vier Rennen. Du hast es ja in den Replays gesehen, was der für Aktion manchmal reißt. Oh, habe ich schon geschmissen. Aber du hast doch... Weiter geht's. Du hast ungültig gemacht, ne? Oh, was ist denn da passiert? Da ist wahrscheinlich wieder zu schnell eingekuppelt, oder? Denke ich mal, ja. Auf jeden Fall haben sie alle geflucht über den Kurs.
Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar Kurven, die sind das sehr merkwürdig zu fahren, aber es geht halt, ne? Wir haben insgesamt nur 4 Leute überhaupt eine Zeit gesetzt. Ja. Bring ich mir. Oh. Und der Don auf Platz 4 hat schon 6 Sekunden Rückstand. Also ich glaube nicht, dass dass das viel zu sagen hat, Startaufstellung. Richtiges Setup laden. Ich glaube, du stehst auf dem 9. Na, so irgendwas. Erstmal Setup laden, bevor ich mit Polyset losfahre. Wo ist denn mein Setup? Wo ist mein Setup? Ah! Also Björn hat ja jetzt einen Ausritt gehabt, also zählt die Runde nicht. Ja, das war doch seine Outlap, oder nicht? Ach ja, stimmt, das kann sein. Nee, das ist die zweite Runde schon jetzt hier gewesen. In Austin, Texas ist die Strecke, ne? Ja. Da ist auch das Headquarter meiner Firma. Ach, das ist eine amerikanische Firma. Ja, tatsächlich. Shady Ahmad steht hier auf Pole vor Robert Simkins und die Sarah Dahlmeier steht auf 3, weil alle anderen haben es nicht geschafft, eine Quali-Zeit zu fahren. Alle anderen haben ihr Auto weggesammelt. Ach du Schande, das lässt ja viel hoffen für das Rennen. Ja. Es sind noch mal einige Unbekannte dabei. Campbell und Campbell, Wynn, Cervini, Brooks, Bonawitz kennt man natürlich. Ne? Aber die Sarah Dahlmeier, die ist mir schon mal über den Weg gelaufen da. Ja, die ist nicht unbekannt. Ne? Die hat ein süßes Skin, so zuckerpoppig aus. So. Da freust du dich, ne? Ja. Wer verrunden wir jetzt? So, wer fehlt denn? Der fehlt eh noch am Start. Ach ja, das ist die Sarah, die startet aus der Box, weil sie Angst hat, vorne zu starten. Ja, drückt ihr auf jeden Fall mal die Daumen. Ich bin dann während der Rennung angeholt, ist ja eh alles nachvertönt. Gut, dass das so ist. Hello, everybody. Gleich kommt die Startampel. So, Shady Ahmad vorne, Robert Simkins auf 2, Sarah aus der Box. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go, go, go! So, los da geht's und kommen erstmal alle gut weg. Ja. Sieht ganz gut aus. Ganz hier hinten, auch ja. Shady gut weggekommen. Hat schon direkt einen kleinen Vorsprung. Ja, dahinter erste direkt Kurve Robert. Ist immer kritisch da. Da Björn sind mehrere Autos nebeneinander. Björn mit Blitzstart schon wieder nach vorne, den Don Runkel überholt. Vor ihm kommt Klapper. Hinterm Björn Travis McQuistion und Gail Brooks. Das ist hier ja Route 66, das ist wahrscheinlich so ein Team. Die drei Jungs einträchtig hintereinander. Don Runkel, Travis McQuistion und Gail Brooks. Ja, die drei von der Tankstelle bestimmt. Genau. Ohne die 5 üblichen Verdächtigen. Da war Shady, Robert, Andrew und Kurt. Kurt schon wieder auf 4 nach vorgefahren. Und auch Björn einen super Start hingelegt. Oh. Aber Wahnsinn, was der Björn da wieder aufgeholt hat, ne? Und der hat immer Blitzstarts, ich sammle die jetzt alle und mach da auch mal ein Video irgendwann. Boah, hat mich ja gefragt. Daniel Bonawitz hier ist heute mal unbeschadet vom Start weggekommen, ohne abgeräumt zu werden. Pedro Herrera, hier haben wir Parker Campbell, dahinter auf dem 13. Dann Shady Quinn und hier Shady Ahmad in Führung vor Robert Simpkins und der Andrew greift schon an. 19 Runden auf diesem langen Kurs. Dahinter Björn, 4. Platz übernommen vom Kurt. Sehr gut. Die ersten 6 könnte schon ein bisschen vom Rest des Feldes absetzen. Dahinter Don Runkel und Gail Brooks sind da auch noch gar nicht so weit weg. Sarah, wie ihr wisst, aus der Box gestartet. Ja, diese Kurve, die jetzt angefahren wird, die ist so wichtig, dass man die in der Linie trifft. Ja, ja. Und ich glaube, die hat halt einfach mehrere Linien, die man fahren kann. So. Und, ja, schade, dass ich das Rennen nicht mitgefahren bin, aber ich habe da auch einen coolen Auftritt wahrscheinlich. Auch hier Kurt Klepper mit dem Auto Nummer 1. Ja. Sprich, er hat das höchste I-Rating im Augenblick. Ja. Erster Zwischenfall, wir schalten hin. Das ist hier in der ersten Runde Parker Campbell. Boah, ist einfach noch kalte Reifen. Ja, ja. Wichtig ist, dass man da stehen bleibt und keine hat er auch richtig gemacht, ja. Unvorhergesehenen Aktionen macht, was kann böse ins hat er auch richtig Auge gemacht. Gehen. Robert auch ein guter Fahrer, ist halt öfters mal in der Botanik unterwegs. Ah, der Shady Ahmad hier, guck mal, mit einer 1,57,5. 2 Sekunden schneller wie die anderen gefahren. Ja, der gibt Fersengeld. Es wird mal interessant, wie sich das mit den Reifen entwickelt da, ne? Ja, ob er das wirklich halten kann. Der wird wahrscheinlich jetzt gerade seine Reifen ein bisschen zu sehr beanspruchen, denke ich mal. Ja. Aber so jetzt große Ausfälle haben wir jetzt noch nicht gesehen, das ist ja erstmal gut. Nee, das geht dann erst los. Und kaum gesagt, schon haben wir den nächsten Zwischenfall. Da haben wir Parker Campbell gleich schon wieder. Eieieiei. Da
nächste Dreher hier. Ah, da muss man wirklich aufpassen, wenn man wieder losfährt da. Man zerstört sich die Reifen, wenn man damit durchdrehenden Reifen. Oh, da zerstört sich hier schon gleich in der ersten Runde seine Reifen. Ja. Hier haben wir die Sarah. Die Sarah Dahlmeier auf E12 ins Rennen gegangen. Dahinter Germano Termini, Govan Wynn, Rainbow Jeans. Das ist so richtig klassische. Wir Parker Kempe. Penzal, das ist aber ein Indie-Café. Der Shady schon drei Sekunden vor allen anderen. Ja. Und hinten Andrew ist da völlig unbeeindruckt da von allem. Der zieht einfach seine Runden und ja, zweieinhalb Sekunden schneller als seine Kontrahenten. Der Shady hat hier, der Andrew hat hier den Robert überholt, der jetzt auch Probleme mit den Björn bekommt. Okay. Der Kurt hat Mühe dran zu bleiben. Nächster Zwischenfall. Nächster Incident. Der dritte Dreher, Parker Kempe. Also der hat es ja ganz schön hier. Oh mein Gott. Dann einfach mal ein bisschen zu viel Gas gegeben. Rups, geht dein Auto rum. Gehen jetzt in die vierte Runde, oder? In die dritte. Ja. Ey, Runde 3. Das ist Runde 3. Oh, der Björn, der ist jetzt aber echt dicht dran da, ne? Ja. Dann wird der Robert aber ein bisschen öfters in den Rückspiegel gucken als sonst. Herr Kopf verliert langsam bis auf den Anschluss. Shady eine 1,557 gefahren. Was? Wieso war das ein Aufbreak? Bist du behindert? Der Björn, der rückt sich auf. Da stehen immer Leute und fetzen, wenn man überfährt. So, das ist. Ja. Andrew vorne haut hier langsam ab. Onawetz, heute mal gut weggekommen. Dahinter Pedro Herrera und auch die Sarah ist da rangefahren. Guck mal, aus der Box gefahren. Aber schau mal, die fährt auch super Rundzeiten, ne? Die Sarah, 57er. Ja. Die ist da gut bei der Musik dabei. Die hält sich hier aus allem raus, fährt unauffällig und wartet ab, bis sich die anderen alle schlachten. Ja. Nein! Mann! Ja, erste Dreher. Oh nein! Was passiert? Einfach. Wir haben das Auto verloren. Ja. Kommt vorm Chance Campbell raus. Travis McQuistion und Kurt Klapper sind durchgestimmt. Der Chance Campbell hat ein I-Rating von 400. Das ist hier der erste Dreher von Björn. Da kam das Auto ins Schlingern. Ja, und dann reißt er die Kiste rum und weitergeht. Ja, da hat man noch Hoffnung, dass es nur kurzer Dreher war. Ja. Die haben eine 1,55,3. Aber Andrew S. Thomas eine 1,54 gefahren. Andrew zeigt ja seine Ambitionen. Ja, da will der nicht wegkommen lassen, ne? Ja, ja. Robert Simpkins da mit einer 1,56. Robert, ja. der ist schon zweieinhalb Sekunden weg von der Spitze. Der Björn 2,8 Sekunden hinter den Top 5. Ja, das hat den letzter bestimmt gut 4-5 Sekunden gekostet, ne, der Dreher. Ja, ja. Nächster Zwischenfall. Jetzt wieder Chance Campbell. Nächster. Alter Vater, ey. Das ist schon der vierte oder fünfte Rutscher in nur zwei Runden. Ja, da fehlt die Erfahrung. Der kämpft ein bisschen auch mit dem Fahrzeug. Aber alles gut. Und weiter geht's. Oh, der muss aufpassen beim Rejoin daraufhin. Es liegt wahrscheinlich noch im alten Weg. Sarah, jetzt ist sie schon um den 10. Platz vorgefahren, hat den Chance Campbell und Don Runkel überholt, aber ich sehe gerade hier Chance Campbell und Don Runkel, die haben echt wenig Rating. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Diese Kurve, die gehen mir so auf die Nüsse. Der nächste Dreher, Björn Ackermann, hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Der wird sich da aber schwarz ärgern unter seinem Helm. Ja. Ah, das ist nicht jedermanns Sache, diese Strecke hier. Nee. Die hat auf jeden Fall ein paar heftige Anbremszonen so. Wäre schon mitgefahren hier. Sarah schon auf P10 nach vorgefahren, greift jetzt hier an und zieht nochmal zurück. Jetzt aber. Oh, jetzt hat hier der Pedro Herrera einen Fehler gemacht. Ja, und die Sarah hat da direkt zugeschlagen. Genau. Ohne Gnade. Ja, das stimmt. Die sieht sehr pink aus. Oh, ihr seid hier Donawitz. Guck mal, da ist die Sarah schon aus der Box in die Top 10 gefahren. Ja, aber ein bisschen Klischee ist das ja schon, ne, mit diesem pinken Auto. Nächster Incident. Hier Björn, Runde 4. Das muss die Spitzkehre sein. Da sind die Reifen und die Nerven auch schon ein bisschen angegriffen. Oh Mann, ey. Der Kurs hier scheint ja im Allgemeinen so ein paar Schwierigkeiten hervorzurufen. Hier haben wir mal Robert auf P3. Andrew auf P2 und Shady auf 1 und der nächste Zwischenfall ist wieder Parker Kempe. Eieieiei. Der Kollege hat ja echt massive Probleme. Dass so eine gute Idee ist, dann bei einem Rennen zu starten, wenn man so viele Fehler noch macht. Gott! Oh Mann, Parker Kempe, 500 Meter weiter.
Der ist einfach. Oh Mann, ey, ich glaube, da ist besser Auto abstellen und erstmal ein bisschen üben gehen. Sarah kann sich jetzt ein bisschen absetzen hier von ihrem Verfolger und hat den Daniel eingeholt. Schnupft das Feld von hinten auf. Ja, die hat bestimmt Spaß da, ne? Ja. Aber ich denke mal, bei uns hier auf unserem Auto mit Schnapswerbung, das ist ja auch so ein Klischee. Ja, die haben Männer mit Schnaps. Es weiß ja keiner, dass ich hier in der Schnapsflasche ja eigentlich Wasser drin habe. Weiß ja keiner, dass du in der Offenbacher Flasche eigentlich Clown drin hast. Ne? Ach so. Und das weiß ja auch keiner, dass ich in der... Ah Gott. Dass ich in der Wasserflasche eigentlich Schnaps drin habe. Genau, umgefüllt. Shady hier immer noch, 2,2 Sekunden vor Andrew S. Thomas. Robert reißt jetzt ein bisschen ab, 4 Sekunden. Ja, und auch nach hinten, guck mal da, Robert Simpkins da, fast 5 Sekunden, ne? Fast 5 Sekunden. Dann der Kurt Klepper auch nochmal 5 Sekunden dahinter. Da ist auch der Kurt. Und der Björn, der hat den Anschluss nach vorn verloren, leider. So, wir sind jetzt hier in der 6. von 19 Runden. Ja. Gut ein Drittel rum jetzt gerade. Das Feld ist ja ziemlich auseinandergefächert. Ne? Wir haben da zwischen Daniel Bonawitz. Oh, die Sarah ist hier hinter. Das gibt's doch nicht! Da ist für uns nächste Mal in Botanik. Immer diese Kurve. Ja. Das sieht nicht so aus, als hätte der Björn hier viele Runden geübt. Ja, der kommt einfach nicht klar mit dem Kurs. Und er hat sich die Reifen auch ein bisschen kaputt gefahren. Und die Sarah hat jetzt einen Platz verloren an den Chance Campbell. Oder hat sie aber ein Fehlerchen gemacht, oder? Ja. Oder vor ihr, der Bonawitz hat einen Fehler gemacht und sie ist langsam geworden und Ding. Ja. Björn ist jetzt hier ein bisschen aus dem Dritten gekommen. Seine Lieblingskurve, der nächste Dreher. Ich denke mal, da sind die Reifen schon ziemlich heiß. Das kann natürlich sein, oh Gott. Oh nein, da vorne wird geblinkt, das ist immer sehr irritierend, finde ich. Der Chance mit seinen 400er Rating, oh jetzt hier. Oh, jetzt hat er aber der, Bonawitz, war das davor, der, der Daniel vor Bonawitz der Sarah, war, der hat aber die Kurve richtig scheiße genommen, da, ne? Da ist die Sarah direkt durchgeschlüpft. Ja, der hat alle durchgelassen. Pack auf, Und der Björn, nächstes Mal. Der Björn ist heute Rallycross-Fahrer. Ja. Wird disqualifiziert in dem Rennen. Oh, dabei sein ist alles. Shady Am hat jetzt 3,5 Sekunden vor Andrew S. Thomas. Ah, der fährt da einsam an der Spitze weg. Da muss ein bisschen haushalten. Dann kann ich gleich rausgehen. Nicht schon jetzt die Flinte ins Horn werfen. Diese Strecke kotzt mich so ab. Nächste Runde. Och, das gibt's doch gar nicht. Nächster Dreher, Björn fliegt wieder ab. Och, Mann. Ich glaube, die Reifen sind ja total hinüber. Eieieiei. Aus dem Dreck gewühlt und weiter geht's. Und dahinter hier Robert und Kurt, die sind gar nicht so weit auseinander. Ja. Gott, da ist der Erste disqualifiziert. Am Anfang dachte ich ja, der Kurt ist auch einer von den Chaotenfahrern, weil der ständig in die Unfälle verwickelt war. Aber das liegt daran, dass der immer keine Quali fährt oder die Quali verhunzt und dann von hinten das Feld aufrollen muss und immer in die Unfälle wieder reingelegt. Ja, deshalb ist das halt auch wichtig, so in der Qualifikation gut dazustehen, so dass man halt eher im vorderen Bereich startet. Ja. Der Chance Campbell ist wieder zurückgefallen, wir haben es nicht gesehen, wo. Der klitscht aber auch hier ständig, der ist jetzt nur noch 9. Ja. Der lag ja Sarah Dallmann ja mittlerweile auf 7, also sehr gut. Ja. Dicht gefolgt von dem Pedro Herrera, oder wie der heißt, Pedro Herrera, ja. Ja. Und Björn inzwischen 11. Hinten kommt Don Runkel Junior. Der Manu Cervini und ganz zum Schluss dann Jovan Witt. Ja, der fährt auch ein einsames Rennen. Aber ein schönes Skin hat er, der gefällt mir. Schönes Paint hat er, ja. Oh ja, Shady 1,54,1 gefahren. Oh. 4,5 Sekunden vor Andrew S. Thomas. Der will es jetzt wissen hier, ne? Ja. Es ist der Robert hinterm Kurt zurückgefallen, haben wir nicht gesehen, wo. Guck mal gerade, was da passiert ist. So, da. Oh ja, Robert Simpkins. Björns Lieblingskurve hier. Fiese Stelle da. Am Ausgang zu zeitig Gas gegeben und das Auto geht weg. Oh, das ist natürlich echt ärgerlich so. Damit Platz 3 weg.
Da ist jetzt die Sarah Dallmayr und der Gail Brooks, die sind da recht nah zusammen, wenn ich das so sehe. Ja. Eine halbe Sekunde. Ja. Auch gespannt, wie sich das da jetzt entwickelt. Ja. Oh, das ist da sehr eng. Das war ja auch hier für mich ein einsames Rennen, weil da kannst du dir ja vorstellen, hier, Sarah ist vorbei. Kannst du dir ja vorstellen, dass der Björn dann auch nicht mehr so die Laune hatte, um mit mir zu reden. Er hatte ja letzte Runde noch einen Zwischenfall, den gucken wir uns jetzt gleich mal an. Der nächste Zwischenfall. Ach, guck mal. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Björn, der nächste Dreher in seiner Lieblingskurve. Okay, wow. Oh. Scheiße. Das habe ich ja noch lang. Ach du Scheiße, ey. Rennabbruch, würde ich sagen. Wir haben die Hälfte des Rennens geschafft. Ja, 9 von 19 Runden. Daniel Bonawitz hier. Ja, den Björn, seine Rundenzeiten, die brechen jetzt auch echt extrem ein. Guck mal, also 2 Minuten 1, das ist hier gute 4 Sekunden. Hinter der Sarah. 4 Sekunden hinter Sarah. Es greift hier der James Campbell an, der Klitscher. Geht da auch vorbei. Schönes Überholmanöver, sauber durchgezogen. Wer war das denn? Der Gail Brooks ist aber sehr weit gegangen. Also entweder hat er die durchgewunken oder einfach seinen Bremspunkt total verpasst. Ja. Aber du siehst hier fast in jeder Kurve steht, siehst hier irgendwo Qualm, ne? Ja. Die Gruppe vor dir könntest du locker noch einkriegen, ne? Die kommen jetzt langsam in die Bedrohung. Björn kämpft sich hier tapfer durch. Aber man hat gemerkt, wie seine Laune deutlich in den Keller gegangen ist. Ja, klar. Jetzt dreht der Andrew S. Thomas auf 1,5 Sekunden schneller als Shady. Ja. Der hat eine Mission, wa? Der will den jetzt da kriegen da vorne. Der will endlich mal den ersten Sieg holen. So oft, der Andrew ist immer schnell, aber der Andrew, der hat es halt auch schon ein paar Mal weggeschmissen. Der hat jetzt dieses Messer zwischen den Zähnen und will zeigen, was er kann, würde ich mal sagen. Ne? 7 Sekunden auf dem Korb rausgebrochen. Und der Korb wiederum fast 8 Sekunden auf dem Robot. Jetzt zieht sich das Feld hier kräftig auseinander. Die Strecke ist ja auch riesig. Ein riesiges Area. Aber Travis McQuistion hier, der ist dran am Robot. Der ist nicht so weit weg. Dann die Sarah hat sich auf 6 mittlerweile, die kann sich jetzt hier ordentlich absetzen. Ne? Ja. Und da die drei, die müssen noch die Positionen untereinander ausmachen halt. Ne? Ja. Pedro, Gail und Daniel. Ja. Und Björn auf dem 10. Aufzeichen. Versucht hier die Rutschpartie irgendwie zu überleben und nicht einen Inzidenttod zu sterben. Don Runkel nach hinten zurückgefallen und hier qualmt schon wieder. Achtung vor dir, Reifen eckig gefahren. Oh. Daniel Bonawitz und Gail Brooks. Gail Brooks hier Dreher. Ne? Ja. Und da geht der nächste fliegen. Wen haben wir da? Gail Brooks gibt hier ausgangs der Kurve ein bisschen zu zeitig Gas und rups geht das Auto rum. Ach jo, passiert. Das artet ja hier langsam in eine ganz schön wilde Rutschpartie aus. Ja. Ja, durch die Dreherei sind meine Hinterreifen halt so heiß. Das sah gerade aus, als würdest du bei der Falken Drift Show Freitagabend beim 24-Stunden-Rennen mitmachen. Und es gab direkt hinterm Björn noch einen wilden Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen müssen. Servini. Der hier, hast du das gesehen? Boah, der hat da so einen Körper erwischt. Ja, ui, da hebt das Auto richtig ab und das zerstört den Unterboden. Der ist so wichtig bei diesem Lotus 79. Andrew jetzt 1,53,8, der dreht immer mehr auf. Oh nein, da hört man den Björn schon wieder fluchen und ist wieder ein Ausritt gemacht. Oder? Ja. Nein. Nein, Mann. Kam gerade wieder zurück auf die Strecke. Aber er fährt noch. Er fährt noch. Da ist er. Ja. Ich weiß hier, guck mal im Stream mit an. Noch ein einziges Ding und ich bin disqualifiziert. Weil ich dem jetzt ausgewichen bin. Das war gerade, wie viel der Backwatcher? Auf jeden Fall Robert hier jetzt inzwischen Vierter. Da war der nächste Dreher, glaube ich. Ja, der muss aufpassen. Irgendwann mal sind die Incidents voll und dann darfst du eine Box fahren. Nein. Ich glaube, einen hatte ich noch. Ja, das war fast voll, das Paket. Also die Sarah hier aus der Box gefahren ist schon Sechster. Ne? Und Shady, sein Vorsprung schmilzt jetzt wieder ein. Ja, irgendwann wird Windschatten nochmal ein Thema hier auf der langen Geraden. Ja, aber das Feld hat sich ganz schön auseinandergezogen hier. Ja. 12. von 19 Runden. Ja, guck mal, da war Robert Simpkins und Travis McQuistion, die sind auch relativ nah zusammen. Ja. Hinter dem Travis dann zur Sarah schon eine ziemlich große Lücke von fast 20 Sekunden.
da geht nach vorne nicht mehr viel. Der Petro, der holt langsam öfter wieder auf die Sarah. Die hat in der letzten Runde irgendwo einen Wacker drin gehabt, 1,58er Zeit. Ja, 2 Sekunden langsamer. Achso, ja. Nee. Der hat auch 2 Sekunden langsamer. Der Björn, immer noch unterwegs. Aber der ist wieder in den Top 10 gelandet. Ist da ja, irgendwas passiert? Ach doch, inzwischen Zeit. Ja, der lag eh noch, hast gesehen? Daniel Bonawitz. Okay. Ui, das war ganz schön knapp. Alter Verwalter. Ging sein Andrew jetzt wieder eine schnelle Runde gefahren, eine 1,357. Das Feld befindet sich jetzt in der 12. von 19 Runden und hier kommen viele schon ins Rutschen. Diese Kurve, das ist doch der Wahr. Guck mal, gerade ein Replay von Björn. Ja, das war immer in der Kurve, Björn, ne? In der Kurve hat ja, Katastrophe. Die hat mich fertig gemacht, die Kurve. Anel Bonawitz hier mit seinem schwarz-weißen Lotus. Der hat einfach jetzt hier irgendwie Gas gegeben zu viel. Ja, die Straße, die fällt da so ein bisschen ab und dann wird das Auto vielleicht ein bisschen leicht. Mit Einschlag, das ist sehr ärgerlich. Ja, vorwärts nochmal gegen die Mauer. Und gleich der nächste Zwischenfall hinterher. Dann haben wir hier Gail Brooks. Ja, in den SS. Fängt das Auto an zu rutschen. Und dann tut er sich erstmal hier in die Box lappen. Während der Kurt hier auf P3 liegt, circa 10 Sekunden hinterm Andrew S. Thomas. Aller guten Dinge sind 3, hat es den nächsten Zwischenfall gegeben. Da schalten wir direkt hin. Alter Vater, ey. Wieder, das war ohne Witz, der hat halt jetzt Folgebeschädigung, denke ich mal. Guck mal hinten, der Heck. Ja, vorne Spoiler ist kaputt, Heck ist hinten schief, da geht nichts mehr. 360er zurück. Ja, und dann nochmal aus Frust Vollgas geben und die Reifen immer weiter aufheizen. Runde 13. Ja, der Antu, der trägt ganz schön auf eine schnelle Runde nach vorne. Sarah von der Box und P6 ist irgendwie so schlecht. Aber die hört sich irgendwie so österreichisch oder schweizerisch an mit dem Dahlmeier. Dahlmeier, ne? Der gibt es ja aus München bestimmt, oder? Oder bayerisch. In München ist doch die Kaffeerösterei Dahlmeier. Petro immer noch ganz dicht dran an der Sarah. Björn jetzt schon 12,9 Sekunden ungefähr weg von dem Duo hier. Ja. Oh! Die schreibt sich aber anders. Weißt du, ist die Sarah auch mal hier? Oh, schade, Sarah hatte gerade einen kleinen Rutscher. Kurz ausgeflogen. Kann aber weiterfahren. Selbe Kurve, glaube ich, wie die Björn, seine Hasskurve. Ja, die hatte da auch tierische Probleme in der Kurve. Alle. Nicht so schlimm wie ich, aber. Alle. Na, die ist ja auch nicht ganz so flott unterwegs gewesen. Der Petro durchgegangen. Travis McQuiston. Oh, hier, Shady Ahmad hat irgendwo den Andrew überholt. Und wir haben es in der Kamera nicht gesehen. Der hatte einen Ausritt. In Björns Lieblingskurve. Oh, und Shady Ahmad hat die Führung an Andrew S. Thomas verloren. Ja, oh, da gab es dann einen Führungswechsel halt. Ne? Ja. Ja, der Shady hat ja in Björns Lieblingskurve einen Ausritt gehabt. Das müssen wir uns hier dann gleich mal angucken. Das ist jetzt das, wo der Shady seine Führung verliert. Ups. Oh nein, der fliegt auch über diese Curbs. Ein kleiner Fehler in einem Rennen und da verliert er seinen ersten Platz. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Ja. Er hat auch so eine gelbe Wurst erwischt. Ja. Ah. Noch 5 Runden, ja, glaube ich. Der Einzige, der sich bisher keinerlei Fehler geleistet hat, ist hier Andrew S. Thomas. Und der Kurt, der ist zwar nicht ganz so schnell unterwegs, aber der Kurt hat auch keinen Wackler drin gehabt bisher. Alle anderen durch die Bank weg. Aber du siehst schon, wie die hier alle am Rutschen sind. Ja, das wird jetzt ein Thema, ne? Die Reifen, das ist gegen Ende des Rennens. Ja. Und weil wir gerade beim Thema sind, wir hatten den nächsten Zwischenfall, das schauen wir uns doch gleich mal an. Travis McQuiston auf dem 5. Platz, der hat ja ein super Rennen gefahren. Verliert auch das Auto. Ja. Das scheint aber noch der kompetenteste vom Team 66 zu sein, hier Route. Der Einäugige unter den Blinden. Oh, hey, no problemo. Ja, der wird sich ärgern, der Shady Ahmad, da so lange geführt und dann einfach durch einen Fehler dann die Führung abgegeben, ne? Ja, war am Anfang. Aber der ist dran da, ne? Der ist so schnell, gibt er nicht auf. Ja, und jetzt hat der das Messer zwischen den Zähnen übernommen. Ich denke mal, der Shady hat am Anfang seine Reifen überstrapaziert. Nächster Zwischenfall, wir schalten direkt mal hin. Germano Cervini
Oh, und noch so ein. Ja, so ein, die gelben Dinger, ob ich immer jedes Mal. Blom, blom, blom. Zwei Liebe. Oh, das sieht aber spannend jetzt hier zwischen den Zweien. Er ist dran, der Shady, auf jeden Fall. Ups. Oh. Oh, Shady Amat dreht sich. Guck mal, welche Kurve ist das? Selbe Kurve wie du. Na, ich glaube, das ist meine Lieblingskurve. Ist ja aber auch scheiße. Ja, das ist die vorletzte Kurve, ne, vor Startziel. Ja. Ah, wie ärgerlich. Ja. Boah, da hat er jetzt, wie viel hat er jetzt verloren? 7 Sekunden? Sechs Sekunden. 6, 7 Sekunden, ja. Ja. Aber man sieht vorne, der Andrew S. Thomas, der hat auch zu kämpfen mit drei. Haben sie alle. Ja. Meist werden auch von Dave das Setup fahren, das ist relativ zappelig. Wenn du dann noch zu viel Temperatur hinten drin hast, wird es halt lame. Aber schön für Andrew, ist so oft schon das Auto in weggefeuert. Noch einen Platz nach vorne geben, bist schon in Pluspunkten. Aber Sarah unauffällig, noch sauberes Rennen, dreht hier ihre Runden, legt niemanden an und bringt Punkte heim. Ja, das stimmt. Ich habe nur noch ein Ziel, ankommen, ohne disqualifiziert zu werden. Wie hast du denn jetzt? 16. Oh. Und bei 17 kriegst du Durchfahrtsstrafe. Also selbst mit 40 Sekunden Vorsprung wird es eng. Nein! Und da ist es. Oh. Da hat man es gehört. Oh. Zum Kotzen. Hast du eine Strafe gekriegt? Durchfahrtsstrafe. Und jetzt eine Ehrenrunde an den Mechanikern vorbei. Vergesst mal nicht zu winken, ne? Mhm, warte. Mhm. Sie hast ja jetzt, glaube ich, an die Box Möglichkeit, mal kurz was zu trinken. Da haben wir so einen Björn wieder. Das erste Kurve, ne? Erste Kurve, ja. Da waren die Reifen dann auch hinüber und das Nervenkostüm war unten. Ja. Der Kovan Wynn fährt hier. Oh, der hat so getan, als fährt er rüber und fährt jetzt wieder zurück. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo die Boxeneinfahrt ist. Aber der macht, glaube ich, einen großen Bohrer hier. Ja, ja. Hoi. Ja. Nächster Zwischenfall. Hier sehen wir nochmal, warum der Kurt plötzlich weg war. Okay, da kommt es auch ins Rutschen und das. Oh, oh nein. Und mit Einschlag und da wird auch. Ja, und auf der linken Winkel. Seite. Oh, vorne und hinten die Aufhängung. Was ungünstigen abkriegt. Winkel, auch so eine Scheiße. Aber da war halt auch schon, glaube ich, das, das Punktekonto voll in Sachen Inzidenz durch die Dreher. Ich glaube, der Tommy hat seinen Gig extra auf heute verlegt, weil der Dreck so scheiße ist. Ja, ich glaube es auch. Oh. Ui. Bist du da die Incidents am Einsammeln, die da überall an der Strecke liegen, oder? Ja. Wenn es nur das wäre. Man kann ja nicht immer nur glänzen, du weißt ja. Ach du Scheiße! Oha. Da in die Mauer gefahren. Was ist denn das für eine Boxeneinfahrt? Fuck off! Ach, und hier vorne gibt es noch einen Schrei. Oh, dein Auto ist ganz schön krumm. Ja, jetzt, das war's. Damit ist für heute Ende Gelände. Aber der Kurt steht auch hier an der Box. Ach, fuck off! Auto abstellen und Feierabend. Und da kracht er nochmal in die Mauer. Ein Scheiß! Da hab ich dann schnell weggeschaltet, das Elend zu beenden. Ja, ja, passiert. Da war ich richtig still. Oh ja. Hab ich keinen Bock mehr drauf, echt. Glaube ich, ja. Sind ja nur noch 2 Runden. Das kann aber auch einem leid tun. Und hier ist auf einmal auch der Kurt weg, ne? Ich hau ab, bevor ich hier was. Björn, hau rein. Haben wir eben gerade im Replay gesehen, warum der Kurt verschwunden ist. Auch Björn hat sich jetzt verabschiedet. Sarah hier immer noch auf dem 6. Platz. Tolles Rennen. Und dadurch natürlich Robert Simkins wieder auf Position 3 nach vorgefahren. Travis McQuiston jetzt 4. Sind aber so einige auf einmal weg hier. Pedro Herrera 5. und die Sarah ist 6. die wir jetzt hier gerade im Bild haben. Ja, ja, ja. Vom Björn gibt es keine liebe Grüße aus Kota Postkarte. Nee, da geht's Hass pur. So ist das. Jetzt kommt der Crash von Björn hier. Das ist hier, Boah. Gasse reinknallt. Nein. Guck dir an, das Auto ist krumm und schief. Ja, da passt gar nichts mehr. Ja. Das schiebt und kratzt. Oh, alles wie ein Knetauto, was ein bisschen warm geworden ist. Ja. Und jetzt hier, zack, komm. Das nochmal richtig schön in die Mauer feuern. It's crazy, you know, when I think about this. Oh, der Shady Amat ist aber rangekommen, bis auf 4 Sekunden wieder, ne, an den Thomas. Ja.
Naja, der Endro, der wird jetzt auch ein bisschen an Fahrt rausgenommen haben, wenn er schlau ist. Ja, schlau ist er auf jeden Fall. Aber überleg mal, außer dem Endro haben alle ihr Auto weggefeuert, mindestens einmal. Dann ist das auch ein verdienter Sieg, würde ich mal sagen, oder? Ich gönn's ihm so sehr. So oft nah dran gewesen und immer irgendwas dazwischen gekommen. Jetzt letzte Runde eingeläutet. Letzte Runde eröffnet gerade jetzt. Hier, die anderen fahren gleich alle weg jetzt hier. Oh, das war aber noch mal knapp da. Auf Don Runkel. Das wäre ja auch der Horror da, ne? Don Runkel, das ist jetzt die letzte Runde. Jetzt werden die fahren nur noch halb. Das war eher so Überlebensrennen. Drive to survive. Was? Drive to survive? Der steht einer in der Botanik, das ist der Wind. Der hat schon keine Lust mehr weiter zu fahren. Beim Ausweichen wahrscheinlich wird es rausgebraucht. Hier ist der Regenbogen. Oh, der Rainbow Jeans. Das war kurz vor Schluss. Kurz vor Schluss. Der hat sich trotz seines niedrigen Ratings und dass er dieser Schnellste war, der hat sich super gehalten. Der ist super gefahren, also für sein wenigstens Können. Ah ja. Das ist jetzt in der Spitzkehre, jetzt kommt die lange Gegengerade, wenn man so will. Aber dem fehlt hinten dieses Turborad. Ja. Weil diesen Renault verbindest du ja immer mit diesem Turborad. Nur der Robert ist. Nee, das ist gerade der Robert da. Ich dachte, der wäre schon. Da ist ein Überrundeter dazwischen. Das sind Überrundeter, Germano Cervini und Daniel Bonawitz. Und dann Runkel hinten. Die letzten paar Meter einer Triumphfahrt. Er hat sich keinen Fehler geleistet und von daher super gemacht. Ein verdienter erster Platz. Super gefahren. Der da winkt. Noch ein paar, zwei, drei Kurven. Die Leute erheben sich von den Tribünen. Es wird Zeit zum Klatschen. Es sind nur noch 6 Fahrer in der Lead Lap, ne? Verrückt. Ja. Und das bei so einer riesen Strecke. Da ist es geschafft. Ein ganz herzlicher Glückwunsch, Andrew S. Thomas. Ja. Hey, good win, Andrew. Man, that was some good racing. You were solid throughout the whole thing. I died on the curb and then I spun. That was a lot of fun chasing you. And sehr gut gemacht. Shady kommt ja als Zweiter. Das gibt viele wichtige Punkte für die Meisterschaft. I don't know, if you hadn't hit that curve, I don't think I would have caught you, because you were too much top end for me. Shady Amat auf P2 und Robert Simpkins holt sich den dritten Platz. Yeah, I noticed, you were catching me up in the corners, especially the first turn. Die Jungs haben alle am wenigsten Fehler. I can't believe I hit it, dude. But it was a lot of fun, I had great fun. Travis McQuiston auf P4, dann haben wir auf dem 5 den Pedro Herrera und auf P6 kommt unsere Sarah ins Ziel gebraust. Es ist trotzdem Wahnsinn, wie sich das Feld auseinandergezogen hat, da in 45 Minuten. Ne? Ja, 40 Minuten, 36, 40 Minuten, passt. Ja, die Ehrenrunde für unseren heutigen Rennsieger. Einen ganz herzlichen Glückwunsch, Andrew Thomas, er hat sich verdient. Toll gefahren. War ein spannender Kampf mit dem Shady. Shady hat ihm auch ausführlich gratuliert. Also mega super. Ich denke mal, gucken wir uns dann gleich nochmal die Unfälle an. Boah, ich könnte mich jetzt wieder hinlegen. Ich verfällt gerade so eine Müdigkeit. Ja, ich denke mal, wir werden das jetzt ja auch beenden. Ja. Und werden dann mal zu dir in Twitch rüberschalten und uns die Rechts inzwischen alle noch mal angucken. Inzwischen, Tommy, danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ja, cool, dass du dabei warst, Patrick. Lotus Community macht doch immer Spaß. Also dann, ciao. Das war sehr kurzweilig. Bis zum nächsten Mal. So, liebe Zuschauer, das war ja mal wieder ein ganz schön wildes Rennen. Haben so einige ihr Auto weggefeuert, inklusive unser Björn. Schade. Nichtsdestotrotz ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Andrew Thomas, der es endlich mal geschafft hat. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Und liebe Zuschauer, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin bleibt mir alle gesund. Und macht's gut. Ciao. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren.
auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.